gut. Ja, war dieses System bzw. halt eben das Alson Superscreen ein Erfolg? Na. Ebenfalls fehlgeschlagen. Ich muss ehrlich zugeben, irgendwie finde ich das System hart was, aber das kann vielleicht damit zusammenhängen, ich stehe mir es einfach auf so Tabletop-LCD- oder LED-Spiele. Gut, und ein Jahr später, 1997, brachte dann Tiger Electronics das dritte Modell und auch das letzte Modell des Alson auf den Markt, und zwar das sogenannte XPG. XPG steht für Extreme Pocket Game. Und dieses Mal war es wieder ein Handheld-System und mich, ehrlich gesagt, erinnert es irrsinnig stark vom Design her an einen Sega Game Gear. Das System hatte diesmal kein Display, aber stattdessen konnte man auf der Rückseite einen kleinen Spiegel aufklappen und innerhalb des Systems wurde das Gameplay halt eben projiziert auf den Spiegel und so hat man das dann gespielt, weil man in den Spiegel reingeschaut hat und so spielen konnte. War das XPG-System bzw. Modell ein Erfolg? Nein, ebenfalls nicht. Also im Endeffekt alle Alson-Modelle sind total gefloppt. Was jetzt aber trotzdem interessant ist, dass während sie das Alson veröffentlicht haben und diese verschiedenen Modelle auf den Markt gebracht haben, hat Tiger Electronics schon an einem anderen Handheld gearbeitet und dieses Mal haben sie sich mehr bemüht bzw. dahinter gesetzt, dass was Gescheites bauen, um mit den anderen Handhelds, die halt eben am Markt erhältlich waren, halt eben Konkurrenz betreiben konnten bzw. sich halt eben behaupten konnten. Und was sie dann natürlich auf den Markt gebracht haben, war der Tiger Gamecom. Und ja, also es war sehr innovativ für die Zeit. Man merkt halt eben wirklich, dass sie sich bemüht haben bei dem System, da erstens einmal, das ist der allererste Handheld, der ein Touchscreen hat, und außerdem, dass mit dem Gamecom sollte man auch online gehen können, was man auch damals hat machen können. Aber zu dem komme ich gleich. Schauen wir uns nur ganz kurz einmal die äußeren Seiten von der Box an. Das erste Gamecom, halt eben, was 1997 erschienen ist, kam in verschiedenen Designs, sage ich jetzt mal, auf den Markt, beziehungsweise in verschiedenen Versionen. Jetzt nicht das Grundgerät, sondern einfach, wie sie es verkauft haben. Sie haben das Grundgerät halt eben verkauft in Blister-Packages zum Beispiel oder halt eben in solchen Kartons. Und da hat es auch ein paar verschiedene Versionen gegeben, weiß jetzt nicht wie viel, ich kenne nur zwei, und zwar die eine Version, wo jetzt das Gamecom dabei ist mit einem Spiel, und zwar mit Lights Out, und diese Version, die ich habe, halt eben mit Lights Out und Batman und Robin. Gut, aber machen wir mal das System auf, beziehungsweise machen wir mal Schachtel auf, das System war jetzt sicher nicht auf. Gut, was haben wir da drinnen? Da haben wir mal den Handheld selber, die zwei Spiele, und wenn man rausnimmt, haben wir da halt eben Anleitung und ja, was kann er alles und was kann er nicht alles, was weiß ich. Ja, und da Batterien niemals ins Feuer hauen. Naja, das wollen wir auch nicht. Gut, schauen wir uns einmal das System genauer an. Hier haben wir mal das System und ich wollte gleich einmal erwähnen, das System ist ein monochromes System. Das bedeutet, dass die Grafik nur in Schwarz und Weiß bzw. Schwarz und Grau-Grün dargestellt wird, genauso wie beim Nintendo Game Boy damals. Das heißt, es ist nicht in Farbe. Das Display ist außerdem nicht beleuchtet, das heißt, man braucht eine Lichtquelle, um das Gamecom zu benutzen. Und ja, der Gamecom kämpft mit einem Problem, das sich Ghosting nennt, was so viel bedeutet, der Bildaufbau bzw. die Bildrate beim Gamecom ist ziemlich langsam und jedes Mal, wenn sich was schneller bewegt auf dem Bildschirm, dann fängt die Grafik an zu verschleiern bzw. zu verwischen, und das wird Ghosting genannt, und das, mit dem Problem kämpft der Gamecom. Aber schauen wir uns einmal das System genau an. Fangen wir oben rechts an. Hier haben wir den einen Lauscherknopf, A, B, C und D Knopf, ein Menü, Sound und Pause Knopf. In der Mitte haben wir den Stylus für das Touchscreen. Auf der linken Seite haben wir das Steuerkreuz und hier haben wir den Lautsprecher. Das Steuerkreuz schaut billig aus, es fühlt sich auch schwammig und billig an, aber es funktioniert und ja, das ist ja die Hauptsache. Auf der linken Seite vom System haben wir einen Kontrastregler und einen Lautstärkenregler. Auf der unteren Seite haben wir einen Kopfhöreranschluss. Auf der rechten Seite haben wir zwei Modulschächte und das ist ehrlich gesagt sehr cool. Und auf der oberen Seite haben wir einen Anschluss für ein Netzteil und den sogenannten COM-Port. Und in das steckt man dann ein Adapterkabel, das man braucht, um
beziehungsweise das Adapterkabel muss man dann in ein Modem stecken. Und jetzt wollte ich ganz kurz noch aufs Internet auf die Online-Fähigkeit des Systems kommen, beziehungsweise auf den Internetanschluss. Also damit man Internet benutzen konnte mit dem System, brauchte man erstens ein Modem-Modul für das System und halt eben das Adapterkabel, das man dann anschließt ans Modem, und so konnte man online gehen. Der Internetzugang war aber nur, also das Internet auf dem System war nur textbasierend, das heißt, da gab es keine Bilder, gar nichts. Dann, ja, für was wurde es benutzt? Erstens mal für E-Mails schreiben, also für E-Mails senden, für E-Mails erhalten. Dann man konnte seine Highscore online stellen. Und ja, soviel ich weiß, man konnte einige Cheats für bestimmte Spiele herunterladen, das war's. Dann der Anschluss wurde auch noch benutzt für ein sogenanntes Link-Kabel, damit man den Gamecom mit einem zweiten Gamecom connecten kann, beziehungsweise verbinden kann und ja, eben zu zweit spielen kann oder was auch immer. Und auf der hinteren Seite haben wir, da drinnen ist eine Urbatterie, und die speichert jetzt zum Beispiel die Highscore oder andere Daten, auf die ich gleich näher eingehen werde. Dann hier haben wir einen kleinen Reset-Knopf, und das System benötigt 4 AA-Batterien. So, jetzt drehen wir es mal auf und man kriegt gleich einmal ein kleines Intro zu sehen. Gut, hier haben wir unsere Optionen, und was wird noch gespeichert, außer der Highscore, die wir hier haben, und zwar das Telefonbuch. Man konnte halt eben Telefonnummern reinschreiben von Freunden, Bekannten, was auch immer. Dann hat man auch noch einen Kalender, man hat einen Taschenrechner, ein eingebautes Spiel, und zwar Solitär. Und ich muss zugeben, es ist eine sehr gute Version von Solitär. Ein bisschen schwer, aber macht sehr viel Spaß. Und natürlich halt eben die Option für die Modulschächte, und wenn man jetzt zwei Spiele oder halt eben zwei Module im System hat, dann musste man sich den Titel aussuchen, welcher geladen wird. Wenn nur ein Modul drinnen ist, dann lädt es dieses Modul, das eben im System drinnen ist. Gut, das war jetzt in groben Zügen einmal das Gamecom von 1997. Ich habe noch ein zweites System, und zwar das Gamecom Pocket Pro, und das kam 1999 auf den Markt. Gleich einmal ein optischer Unterschied, und zwar, es ist natürlich dem Namen nach halt eben verkleinert worden, deswegen der Name auch Pocket. Was haben wir hier alles? Erst dann fast genau die gleichen Knöpfe, das einzige, was fehlt, ist der Soundknopf. Ansonsten ja, ein Launcherknopf, Menü, Pause, A, B, C und D. Das Steuerkreuz ist diesmal kleiner ausgefallen, und ja, es fühlt sich ein wenig steif an, aber das ist ja genauso gut wie das andere Steuerkreuz. Was man gleich sieht, einen Light-Button bzw. einen Lichtknopf. Und normal, also was so viel bedeutet, man kann Licht dazu schalten für den Bildschirm, und das machen wir auch gleich. Schalten wir es mal kurz ein. Das gleiche Intro, es hat genau die gleichen Optionen wie das Ur-Gamecom, sage ich jetzt einmal. Und wie man hier sehen kann, das Licht, es ist so genannt, es hat ein Frontlit, das heißt, das Screen wird von vorne beleuchtet und nicht von hinten. Gut, was ist sonst noch anders bei dem System? Das System braucht nicht 4 AA-Batterien, sondern nur mehr 2. Dann, ja, hier haben wir den Kopfhöreranschluss. Auf der Seite haben wir den Kontrastregler und halt eben den Lautstärkenregler. Auf der oberen Seite haben wir hier den Comport für das Adapterkabel fürs Modem bzw. fürs Link-Kabel. Da haben wir den Anschluss fürs Netzteil. Hier haben wir die Uhrenbatterie drinnen, die Highscore speichert, und halt eben auch das Telefonbuch, den kleinen Reset-Knopf. Hier haben wir den Stylus, und ja, dieses Mal hat es nur einen Modulschacht. Und es gab auch noch ein drittes System von Gamecom, beziehungsweise eine dritte Variante, die kam 1998 auf den Markt, und zwar war das der Gamecom Pocket. Und der einzige Unterschied zwischen Gamecom Pocket und dem Pocket Pro war, dass das Gehäuse verschiedenfärbig ausgeführt worden ist. Also es hat gegeben ein grünes Gehäuse, ein blaues Gehäuse, ein violettes Gehäuse und noch ein paar andere Farben. Und der zweite Unterschied ist, dass dieses System nicht den Lichtknopf hat, beziehungsweise das System hatte keine Beleuchtung. Okay, gut, das waren jetzt einmal die Systeme. Kommen wir jetzt zu den Spielen.
Und ja, ich zeige ein paar Spiele, die ich habe. Ich zeige nicht alle, aber fangen wir gleich einmal an mit Lights Out. Lights Out ist ein Puzzlespiel, in dem man einfach versuchen muss, alle Lichter auszumachen in den jeweiligen Levels. Hört sich leichter an, als es ist. Die ersten Levels waren auch sehr leicht, nur es gibt eine Art von Strategie in dem Spiel, weil wenn man jetzt gewisse Lichter abschaltet, dann schalten sich auf anderen Feldern Lichter ein und ja, man muss halt eben die richtigen rausfinden. Und ja, ich bin jetzt ja nicht so ein großer Puzzle-Fan oder Puzzle-Spiel-Fan und ich würde mal sagen, es ist ein durchschnittlich gutes Spiel, sagen wir es mal so. Hier haben wir Batman und Robin, das Spiel zum Film. Und es ist ein klassisches Plattformspiel bzw. ein Jump'n'Run-Action-Spiel. Und ja, man kann sich aussuchen, ob man als Batman spielt oder als Robin. Und am Anfang jedes Levels kann man sich 2 von 5 Zusatzwaffen oder bzw. Zubehör mitnehmen. Man geht durchs Level, man verprügelt Bösewichte und ja, nach ein paar Levels kommt man zu einem Endboss. Ist ein durchschnittlich gutes Spiel, nicht gerade sehr besonders, aber auch nicht schlecht und es ist auf jeden Fall besser als der Film Batman und Robin. So, als nächstes hätten wir Mortal Kombat Trilogy und es ist banales Mortal Kombat, also im Endeffekt Beat'em Up. Gar nicht mal so schlechte Version. Man kann spielen als Rain, Raiden, Kitana, Reptile, Melina, Jade, Nightwolf, Cyrex, Sektor, Motaro und Shao Kahn. Aber was mir nicht so gefällt bei dem Titel ist, dass man jetzt noch nicht Sub-Zero nehmen kann oder Scorpion oder Liu Kang. Nur der Raiden ist der einzige, der vom Original Mortal Kombat als spielbarer Charakter anwählbar ist. Aber ja, wie gesagt, das ist halt eben das, was mir jetzt nicht so taugt bei dem Titel. Aber ansonsten, ja, es ist Mortal Kombat. Ist nicht so schlecht. Als nächstes hätten wir Indy 500, ein Rennspiel. Und man kann sich am Anfang 1 von 3 Autos aussuchen. Jedes mit verschiedenen Vor- und Nachteilen. Man kann sich aussuchen, ob man mit der manuellen Gangschaltung bzw. mit Automatikgetriebe fahren will. Und grafisch und soundmäßig ist das Spiel nicht schlecht, aber spielerisch ist, ehrlich gesagt, der Chance, beziehungsweise meiner Meinung nach. Ja, es spielt sich einfach komisch, wenn man jetzt in den Kurven fährt und außerdem, man kann es nicht wirklich abschätzen, wenn man jetzt seine Kontrahenten überholen will. Und ja, man dreht sich sofort, wenn man irgendwo ankommt. Also es ist irgendwie, ja, kein wirklich gutes Spiel für den Gamecom, meiner Meinung nach.